Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Und zwar haben wir euch letztes Mal mitgenommen auf den Kids-Rettungstag und heute zeigen wir euch in Kurzform, wie sichert man Kids und was muss man kurz beachten, damit man eine Kids-Rettung auch bei Sonnenschein noch machen kann. Servus zurück. So, also, wir stehen jetzt an der Wiese hier im eigenen Revier. Wir haben einige Kids schon gefunden und wir werden ganz oft gefragt, auch von Leuten, die mit der Kids-Rettung wirklich nicht viel am Hut haben, was machen wir eigentlich mit den Kids, wenn wir die finden? In erster Linie holen wir die ja raus, weil der Bauer sie sonst platt mäht, im schlimmsten Fall, weil sie relativ klein sind und noch keinen Fluchtinstinkt haben. Was machen wir? Wir holen die raus, setzen die an den Waldrand und gucken dann, wenn wir sie an den Waldrand gesetzt haben, dass der Bauer die Fläche mähen kann. Wir sind kein Fan davon, dass die Kitze in der Wiese verbleiben, weil da besteht trotzdem immer noch die Gefahr, dass man eins übersieht, auch wenn da eine Fahne und ein Korb steht. Das kann einfach immer mal passieren. Deswegen, wir holen die raus, setzen die an den Waldrand, versichern uns, sagen dem Bauer, bitte mäht die Wiesen zuerst und dann lassen wir die Kitze später raus. So, und jetzt zeigen wir euch das mal, wie das aussieht. Wir haben jetzt ein Kitz gefunden. Ich habe hier Handschuhe dabei. Man sollte relativ ruhig da dran gehen. Aber ich sage immer, die Kitze haben nur zwei Optionen. Entweder wir holen sie raus oder sie werden im schlimmsten Fall wirklich totgemäht. Deswegen macht euch da nicht zu verrückt. Die Kitze werden von der Ricke wieder angenommen. Handschuhe einfach nochmal mit Gras ausreiben. Die Hände mit Gras ausreiben oder Gras zwischen die Handschuhe nehmen. Das geht alles. So, was habe ich noch? Ich habe hier unsere Raustrageboxen, die sehen schon relativ mitgenommen aus, weil wir haben schon einige Kitze gesichert. Die sind super, die Raustragekisten, einfach, dass wir die Kitze rausholen können und da nachher die Kartons, da ist es egal, welcher Karton, soll ein bisschen stabil sein, soll ein paar Luftlöcher haben und ihr solltet Klebeband dabei haben. Und dann setzen wir die Kitze nachher dahin, wo nicht die Sonne hinknallt. So, ihr seht das schon, da steht die Drohne. Wir verständigen uns jetzt mal nicht mit Walkie-Talkies. Normalerweise lotsen wir die Leute mit Walkie-Talkies, damit wir euch immer zeigen, wie das Ganze bei der Kids-Rettung funktioniert. Und wenn ihr keine Walkie-Talkies oder sie vergessen habt, könnt ihr trotzdem starten, denn fliegt einfach relativ nah über das Kids. So Leute, hier haben wir das Kids. Die Drohne steht noch, die können wir auch stehen lassen. Ich hole jetzt den Korb, mache da ein bisschen Gras rein. Ja? Einfach, dass das Kids nicht so auf dem Plastik liegt. Und wir haben es gefunden, und zwar hier. Ist noch relativ klein. Wir holen uns ein bisschen Gras, reiben uns die Hände nochmal aus und dann holen wir es ganz vorsichtig hier hoch. Und dann haben wir den Kameraden. So. Das ist noch ganz klein, das Kids. Da fängt man auch an, leiser zu reden. Die Drohne ist zwar laut, aber das Kids hat keine große Panik. Es wird jetzt ganz vorsichtig hier reingesetzt. So, wir haben das Kids hier aus der Wiese geholt, haben es jetzt hier in die Box gesetzt. Es ist relativ gechillt, es sitzt da. Man sieht es auch, es hat jetzt keinen schnellen Herzschlag. Und wir bereiten jetzt mal die Box vor und schauen dann, dass wir das Kids hier irgendwo am Waldrand positionieren. Da oben irgendwo, dass wir quasi ganz frei von der Fläche sind. Und dann können wir es nachher wieder rauslassen. Und dann passiert auch nichts. So. Im Hintergrund hört man die Ricke schrecken. Oftmals ist das so, wenn die Rehe wirklich oder die, also ich sage nicht Ricken, bewusst nicht Ricken, sondern die Rehe aus den Wiesen abhauen, sind es normalerweise Schmalrehe, keine Ricken. Wenn ein Reh in der Wiese steht und kurz nachdem es quasi, nachdem er angefahren kommt, aufsteht, ein paar Meter geht und direkt sichert, dann können davon ausgehen, dass es eine Ricke ist und dass da Kitze liegen. Weil ich sage mal, die Schmalrehe hauen direkt ab. Die Geißen oder Ricken, die bleiben in der Wiese drin. Ja, so lange und merken die Gefahr. Ich habe es sogar schon so weit mal gehabt, dass mich fast eine Ricke getreten hat. Also die sind wirklich aggro dann. Aber wie gesagt, so, jetzt haben wir unser Kids, wir haben hier unsere Box, aber Klebeband. Und jetzt holen wir das ganz vorsichtig hier raus. Wichtig ist, dass man nicht so fest zusammendrückt. Die sind ja ganz gechillt. Also wie gesagt, man muss mal einfach die Lautstärke ein bisschen nach unten fahren. Was oftmals auch ein Problem ist, warum die hektisch werden, dass man einfach mit zu vielen Leuten laut spricht.
und man sollte das Kitz nicht direkt angucken, sondern man hält das ein bisschen von sich weg und lässt es nach vorne gucken. Und auch mit dem Gras, guckt bitte, dass ihr dem Kitz das Gras nicht ins Auge rammt. Ja? So, ganz vorsichtig hier reinlegen. Ein bisschen Gras drumherum. Ja? Das Gras, das ist einfach so, ich sage jetzt mal, es hat sich so bei der Kitzrettung eingebürgert. Einfach, dass das Kitz das nicht so, dass das einfach nicht so hart sitzt auf dem blanken Karton, sondern wirklich ein bisschen im Gras. Dann gehen wir hin, machen den mit Klebeband zu, haben die Luftlöcher drin, stellen es wirklich dahin, wo es keiner sieht. Und dann das nächste, was wir machen, ist, dass wir es nochmal beschweren. Ja? Und dann sagen wir dem Bauer, bitte mäht die Wiese zuerst, dann kann es relativ schnell raus. Die Frage wird ja auch oft gestellt, wie lange kann ich ein Kitz da drin lassen? Ich sag mal, das Kitz hat zwei Optionen. Entweder ihr findet es, holt es raus und es trinkt halt mal eine Zeit lang keine Milch oder es wird halt totgemäht. Deswegen macht euch da nicht so verrückt. Hauptsache ihr holt die Kitze raus. Wir haben es noch nicht erlebt, dass eine Ricke das Kitz nicht mehr angenommen hat. Ja? Wir haben das Kitz jetzt hier, stellen das so hin, dass man es auch nicht direkt vom Weg aus sieht, weil sonst gehen die Leute hin, die wissen nicht, was es ist, denken, es ist Müll, wollen es wegräumen. Man kann auch draufschreiben, Achtung, Kitzrettung. Ja? Bitte Finger weglassen, habe ich jetzt auch schon ganz oft gesehen, finde ich eine gute Sache. Kann man mit Edding auf Wäschekörbe schreiben, ist egal, auf was ihr das schreibt. So, jetzt holen wir das Kitz. Jetzt setzen wir es hin. Denkt dran, da sind Lebewesen drin. Ja? Guckt, dass ihr mit dem Ganzen schon nicht so geht. Jetzt suche ich mir ein paar Steine, nicht die dicksten, aber ein paar, einfach um das Ganze ein bisschen zu beschweren. Immer an den Ecken. Jetzt keinen so Klopper da drauf legen, dass nachher das Kitzmatsch ist. Das brauchen wir auch nicht. Ja, so, kann man noch einen Stock holen. Hier ist schon immer so Morsestöcke, die sind relativ leicht, aber die beschweren es genug. Wir sind hier im Schatten, wir sind hier an einem Ort, wo wir, ich sage jetzt mal, wo nicht jeder einsehen kann. Und so sichert man unserer Meinung nach ein Kitz. Jetzt kann der Bauer mähen, ohne Probleme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr auch Kitzretter seid. Und bis zum nächsten Video. Euer Alex von Copter Pro.